Ich darf auch die neuen Hinzugekommenen ganz herzlich begrüßen zum Vortrag von Frau Professor Gerl Falkowitz. Es erübrigt sich irgendwie, sie hier vorzustellen, aber ich möchte es der Höflichkeit halber dennoch tun. Sie war bis vor 4 Jahren Professorin für Religionsphilosophie und Religionswissenschaft an der TU Dresden, ist seither emeritiert und Vorstand des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion und Professorin in Heiligenkreuz. Ihre Schriften kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, die hier sitzen, und ich möchte Sie daher gar nicht aufzählen, sondern nur auch sagen, dass Sie die große Gesamtausgabe herausgibt von Edith Stein. Frau Professor Gerl Falkowitz, es freut uns sehr, dass Sie hier an der Fakultät auch sind, und ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Frau Kollegin, von meiner Seite auch ganz großen Dank. Dieser Tag in Wien ist ja in der Verantwortung von Frau Kollegin Gabriel, und es ist eine sehr große und schöne Kooperation zwischen der Universität Wien, eigentlich die erste, die wir jetzt in diesem Sinne auch mit EUFRAT, also mit dem obigen Institut machen, und ich darf mich jetzt auch sehr, sehr herzlich auch für die Gastfreundschaft bedanken. Es ist noch ein Appell zu sagen, es gibt die Edith Stein Gesellschaft Österreich, die dringend Mitglieder sucht und braucht. Es kostet nur 35 Euro als ordentliches Mitglied, Reduktion auf Anfrage möglich und 12 Euro für Studenten und Schüler. Und das wäre ein ganz großer Erfolg dieses Abends, wenn sich möglichst jeder Zweite dafür interessiert. Die Anmeldeformulare liegen draußen. Gut, wir haben eine Weile nun einen sehr intensiven Nachmittag. Die Aufgabe, die heute Abend dasteht, ist, das Ganze noch einmal in eine gewisse Zusammenfassung auch zu führen und zu fragen, wie Edith Stein in der heutigen Anthropologie in Anstößen, in Impulsen wirken könnte. Es steht unter dem Thema Gottgeliebtes Selbst. Das ist ja auch Motto der ganzen Tagung. Der erste Gedanke ist bereits in der Einleitung zu unserem Programm ausgesprochen worden, dass wir in einer androgynen, multiplen Kultur leben. Das möchte ich nicht ausführen, das kann man auch nachlesen. Das ist das, was wir heute als fließende Identität bezeichnen, was über die Gender-Theorie kommt. Das heißt, sind wir nicht letztlich auch in einer Anthropotechnik bereits, in der auch der menschliche Körper nach und nach, bereits jetzt schon auch, nicht einfach durch ergänzende Werkzeuge ausgestattet wird, ein Hörapparat, eine Brille, das kann man abnehmen. Die Anthropotechnik wird aber den Körper als solchen ersetzen. Das heißt, durch Implantate im Sinne eines Cyborgs, eines Cyberorganismus, die man nicht mehr herausnehmen kann. Viele von uns sind schon betroffen. Das heißt, wie intensiv werden wir nun technisiert, das heißt in unserer Körperlichkeit wesentlich auch optimiert, das heißt ersetzbar. Der menschliche Leib, störanfällig, kann ja in diesem Sinne nun auch noch einmal umgestaltet, neu geschaffen werden, und wir stehen hier in einem ganz großen Horizont unserer neuzeitlichen Wunsches nach Selbstentwurf, auch Selbstbestimmung, aber wesentlich eben auch Neudefinition des Menschen, also bis in die Leiblichkeit hinein, bis ins Geschlecht hinein, diese Wünsche sind ja alle da. In diesem Hintergrund möchte ich einmal Hans Jonas zitieren, einen berühmten Schüler von Edmund Husserl, auch von Martin Heidegger, der das ja schon sehr früh sieht, vor allem auch im Prinzip Verantwortung, und von dort dann auf Edith Stein zu sprechen kommen. Also ich reiße diesen Horizont nur an, wir stehen vor Herausforderungen, die weder Edith Stein noch Hans Jonas, Husserl schon mal gar nicht, überhaupt am Horizont hat kommen sehen. Aber Jonas hat nun eine Bemerkung, die doch sehr wichtig ist. Der Umschlag nämlich der menschlichen Macht über die Natur, der Umschlag in den Verlust der Kontrolle über sich selbst. Die Unfähigkeit, den Menschen vor dem Menschen zu schützen. Das ist fantastisch formuliert. Die Unfähigkeit mittlerweile, den Menschen vor dem Menschen und seinem Fortschritt zu schützen. Am Ende dieses sehr langen Zitates
Die Macht ist selbst mächtig geworden. Die Verheißung der Technik ist in Drohung umgeschlagen. Ihre Heilsperspektive in Apokalyptik. Das Ganze steht im Prinzip Verantwortung, ist 1979 herausgekommen. Das heißt, wir sind jetzt 40 Jahre später und Tag für Tag nähern wir uns mehr dieser apokalyptischen Vorstellung. Das heißt, wir sind in einem Enhancement, in einer Verbesserung, in einer Optimierung, die eigentlich den gegenwärtig existierenden Menschen so nicht mehr braucht. Ich wiederhole die Frage, die heute Nachmittag bereits da war: Was ist der Mensch? Das heißt, können wir Kriterien entwickeln, wie weit wir gehen können, dürfen? Ja, Sie kennen vielleicht auch den Titel eines Bestsellers, ein schlechter Bestseller, aber der Titel ist sehr gut. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also diese fluide Existenz, die also mit einer Identität natürlich überhaupt nicht ausgereizt ist. Wir beginnen mit einem Nachdenken und das beginnen wir mit Edith Stein, zweiter Gedanke über Darwin hinaus. Die Herausforderung, in der Edith Stein in den 30er Jahren stand, war in unseren Augen etwas einfacher, nämlich zunächst einmal immer noch die darwinsche Herausforderung, das heißt die Annäherung des Menschen an das Tier, sagen wir es umgekehrt, die Annäherung des Tieres auch an die menschliche Existenz, der Mensch als höheres Säugetier. Und die große Frage war, was ist denn eigentlich die Unterscheidung, und zwar nicht nur gewollt, gewünscht, religiös, sondern vor allem eben auch naturwissenschaftlich, beziehungsweise auch geisteswissenschaftlich begründbar. Edith Stein hat in den 20er und 30er Jahren im Umkreis auch damaliger anthropologischer Forschungen gearbeitet. Sie ist überhaupt nicht die Einzige. Die große Unsicherheit über die tierische Natur des Menschen muss geklärt werden, und in der Münsteraner Vorlesung über den Aufbau der menschlichen Person 1932 gibt es ein sehr großes Kapitel über die Animalität des Menschen. Das heißt also in der Tat nun ein Aufgreifen des Balles von Darwin, dass der Mensch in seiner Körperlichkeit, also in seiner naturhaften Existenz, in der Tat im Tierreich wurzelt. Mehr noch, das ist an sich ein klassisches Modell, natürlich auch in seiner Körperlichkeit eine Anima vegetativa hat, das heißt also auch Anteil natürlich an einer pflanzlichen Existenz her, über die tierische Existenz dann bis in eine menschliche, gemeinschaftliche Haltung führt. Also er ist nicht einfach Pflanze, dann ist er Tier, sondern alle diese Zugaben sind natürlich dann in einer eigenständigen Weise in ihm präsent. Und die eigentliche Spitze, nämlich die Geistspitze, ist dann das, was ihn letzten Endes in der Tat noch über Pflanze und Tier, aber auch über seine rein naturwissenschaftlich beschreibbare Menschlichkeit hinausführt. Das ist der schwierigste Teil. Hier verlassen wir die Naturwissenschaft. Aber wir tun das nicht sprunghaft, sondern wir tun das in einer sehr konsequenten Entwicklung. Ich nenne nur noch einmal die drei Namen des großen Forschungsparadigmas dieser Zeit. Eine große deutschsprachige Anthropologie, das ist Scheler, den sie intensiv gelesen hat. Scheler hat 28 die Stellung des Menschen im Kosmos vorgelegt. Dann kommt Plessner, den sie wahrscheinlich nicht gelesen hat, und letzten Endes nochmal Arnold Gehlen. Aber das sind jetzt Versuche, ähnlich wie Edith Stein, zu fragen, wo können wir Kriterien angeben, wo der Mensch tatsächlich dann Mensch ist und nicht nur ein höheres Säugetier. Noch einmal, sie hebt die Materialität und Animalität, also auch die tierische Verankerung des Menschen hervor, und zwar auf empirischer Grundlage. Das verblüfft an ihr, weil wir normalerweise Edith Stein eben als deutliche Schülerin Husserls auch kennen, also im Sinne von Freilegung über Aspekte, die deutlicher über Beobachtung, Beschreibung, auch phänomenologische Grundlagenforschung laufen, aber sie argumentiert hier durchaus auch eben von der empirischen Grundlage her. Das heißt, sie zielt nun in diesen Überlegungen tatsächlich auf eine Verankerung des Menschen zunächst einmal in der ihn umgebenden, aber auch ihm unterliegenden Naturhaftigkeit. Die Frage will ich aber gleich anziehen, nämlich der letzte Ansatz kreist dann um den Gedanken, wie kann der Mensch zu seiner Vollgestalt werden? Also es reicht ja nicht, die naturale Basis abzufragen, sondern wie kann er zu seiner je eigenen Vollgestalt auch werden? Also das Menschliche hat offensichtlich eine Entfaltung, die nicht immer gelingt, aber wie kann es auch gelingen, dann eine eigene Vollgestalt zu entwickeln? Ich zitiere aus dem Aufbau der menschlichen Person:
Es ist besonders daran zu denken, dass die Individualität etwas Geheimnisvolles ist. Es geht nicht nur um den Menschen, sondern wie wirklich, also im Zentrum der Frage, das war heute Nachmittag auch schon da, ist nämlich in der Tat das Geheimnis der Individualität. Wir gehören einer Spezies an, aber die Spezies ist nicht das Interessante, sondern innerhalb der Spezies ist die Individualität das, was für Edith Stein den Brennpunkt des Nachdenkens ausmacht. Das heißt, der menschliche Körper verklammert uns mit der Spezies. Die Seele ist bereits etwas, was in den Bereich der Eigenheit kommt, obwohl in der Seele ein Anteil ist, den sie Psyche nennt. Edith Stein ist Psychologin, zunächst mal im Studium in Breslau, hat übrigens auch Freud gelesen. Und mit Psyche, die sie unterscheidet von der Seele, meint sie zunächst einmal jenen Seelenteil in uns, der eben auch kausal operiert. Also der über eine bestimmte Gesetzmäßigkeit und Regelmäßigkeit des Verhaltens abzurufen ist. Sie hat das dann auch als elementar zu wenig empfunden, also eine Psychologie ohne Seele, wie sie das dann nennt, beginnt das zu kritisieren. Aber Psyche ist eben auch da. Und dann gibt es noch Seelenaspekte, nicht viele Seelen, aber Seelenaspekte, mit denen sie nun beginnt, sich auseinanderzusetzen. Das heißt, nun muss man über die Seelen, also über die Analyse dieser Seele, die mich auch zu meiner eigenen Menschlichkeit bringt, deutlich auch in transzendierende Erfahrungen einsteigen. Also was naturwissenschaftlich fundiert ist, bleibt nicht dort stehen, sondern muss nun in naturwissenschaftlich nicht fassbare Freilegungen kommen. Freilegungen heißt aber nicht einfach fantastische, sondern eben auch kriteriale Beobachtungen. Also wie zieht man aus der Naturwissenschaft nun transzendierend in Freilegungen über die Empirie hinaus? Ich lese das nochmal aus dem zitierten Werk von 1932. Alles, was den Körper unterscheidend charakterisiert, unterscheidend auch vom Tier schon, ist eine Brücke für unsere Auffassung, die über das rein sinnfällig Gegebene hinausgeht. Wichtig, und immer mehr wahrnimmt als einen bloßen materiellen Körper. Es ist schon falsch, den Körper nur als Körper zu sehen. Wir nehmen immer schon mehr wahr als bloßen materiellen Körper und diesem mehr wollen wir nun stufenweise nachgehen, sagt sie. Ich nenne mal zwei Begriffe, die hier fallen, die von Anfang an auch den Menschen vom Tier bereits körperhaft unterscheiden, nämlich die Aufgerichtetheit und übrigens die Nacktheit, also die Unbekleidetheit. Ein Tier hat Fell. Wenn es das nicht hat, ist es schon eine entwickelte Form. Das heißt aber grundsätzlich sind das schon mal zwei Momente, in denen unsere Körperhaftigkeit sich deutlich auch von einer tierischen Körperlichkeit scheidet. Aber das nur als Beispiel jetzt. Und wir gehen nun dem Meer nach, das Meer mit EH geschrieben, das über den bloß materiellen Körper hinausführt. Dritter Punkt schon, die Lebensspannungen, das heißt also die Spannungen, innerhalb dessen sich Körperlichkeit, Seelisches und Geistiges nun verklammern muss. Von außen nach innen, Grenzen der Natur und Zustrom von Kraft. Zunächst zeigt sich das Menschliche dem Tierischen verwandt, haben wir schon gesagt. Und zwar hat der Mensch in demselben Anteil wie das Tier auch Anteil an kausalen und unhinterbegehbaren Fixierungen. Das haben wir. Das haben wir über unsere Körperlichkeit. Im Übrigen habe ich gerade gesagt, auch die Psyche hat noch Kausalitäten, denen wir nicht einfach hin entrinnen. Zu den physischen Bedingtheiten sind ganz klassisch alles, was Materialität ausmacht, Schwerkraft, Raum, Zeit, Wachstum, über den Stoffwechsel, Alter und Tod, aber auch Widerständigkeit der Materialität und so fort. Schwieriger aber psychische Verankerungen in Trieb und Affekt. Auch die sind nötigend. Es ist sehr, sehr schwer, solchen psychischen Anlagen zu widerstehen, vitale und letale Anlagen. Auch hier kann man Freud dazu lesen, ne? Das ist nicht einfach sozusagen frei, also in freier Bestimmung, sondern hier sind Determinanten, die wir erst mit großer Mühe aufbrechen könnten überhaupt. Mit anderen Worten, ein hoher Anteil im menschlichen, körperlichen, aber auch im psychischen ist unfrei und wehrlos gegenüber der Natur. Zunächst einmal, kommt gleich noch etwas hinzu. Es gibt aber auch Schranken der individuellen Bedingtheit. Edith Stein ist Pädagogin, hat ja natürlich mit unglaublich vielen Erfahrungen an dieser Stelle zu tun. Anlagen, unrichtige Erziehung, mangelnder Lebensraum, mangelnder Wachstumsraum, gesellschaftliche Schranken. Das heißt, alles Konditionierungen, die uns an der Entfaltung hindern und die nicht einfach willentlich zu überwinden sind. Das sind nun einfach Bedingtheiten der Existenz,
Wenn man gerade fragt, wie der Mensch zu seiner Vollgestalt kommen soll, dann ist deutlich, dass das wohl offensichtlich mit sehr großen Widerständen zu kämpfen hat. Dennoch, das wäre jetzt erstmal die Grenzhaftigkeit unserer Existenz, gibt es aber auf der anderen Seite natürlich etwas wie eine zufließende natürliche Gnade schon. Das heißt, schon in unserer Natur ist etwas da, was uns zum Ausbau der Vollgestalt dient. Edith Stein nennt das Kraft, schöner Ausdruck, also Lebenskraft, möglicherweise über Bergson übernommen, also der Elan Vital. Also es gibt so etwas wie einen Zustrom an Kraftfülle, und zwar ein beständiger Austausch zwischen Mensch und Welt. Und das öffnet nun diese Bedingtheiten. Die muss man zulassen. Zulassen heißt übrigens auch, den guten Lehrer finden, der einen da einführt. Also die Bedeutung übrigens des Intersubjektiven. Also man braucht Menschen, die in diese Öffnungen hineinführen. Einströmende Erfahrungen, jetzt kommt es, aus Natur, Schönheit der Natur, die Kultur, bei Edith Stein viel Musik, die große Klassik, also eine Hommage an Wien erstmal hier. Dann Beziehungen, immaterielle Werte sind Quellen der Kraft. Und zwar, ob wir das wollen oder nicht. Das heißt, wenn man teilnimmt an einem solchen Zustrom, beginnt eine Wendung, also ein Bezug nun, der diese Beschränkungen in der Regel auch öffnet. Ich zitiere, immer noch aus dem Aufbau der menschlichen Person. Das sind jetzt sozusagen Ergänzungen meines Daseins, die ungefragt, im Wesentlichen übrigens auch unbeabsichtigt, sogar auf mich einströmen, aber Kraft geben. Ich kann ja nicht nur an personalen Werten Freude haben, sagt sie, sondern auch an der Schönheit von Naturgebilden, an Kunstwerken, an der Harmonie von Farben und Tönen. Das ganze Reich der geistigen Werte ist eine unermessliche Quelle seelischer Kraft. Ein weiteres Zitat, der geistige Sinn an Kunstwerken ist das Wertvolle an ihnen, das, was in uns eingehen kann, was uns erfreuen, erheben, begeistern kann. Das heißt, diese Schranken, die wir normalerweise mitbringen, können in bestimmter Hinsicht geweitet werden und das schon naturhaft über die Sinnlichkeit. Wichtig, damit leitet sich ein Argument ein. In diesem Zustrom von Kraft liegt ein Hinweis auf ein beständiges Teilhaben an einem Meer, das die Außenwelt bereitet. Das Meer bitte mit H geschrieben. Das heißt, die Außenwelt ist nicht nur eine Umgebung, sondern die Außenwelt ist zugleich immer schon Impuls, ist immer schon Zustrom und erweitert im Zuströmen das Wachstum, erweitert die Fassungskraft der Seele. Also wenn man nicht blind und taubstumm sozusagen durch die Welt geht, dann ist eigentlich eine beständige Ergänzung dieses inneren Krafthaushalts der Fall. Und es kommt zu einer unauslotbaren Entsprechung, sehr, sehr schön. Was vom Außen der Welt eindringt, nimmt das seelische Innen in Besitz. Wir sind wieder bei der Außen-Innen-Positionierung. Und zwar nicht herrisch, sondern antwortsuchend. Also es ist nicht dominant im Sinne, dass wir diesen Außeneinflüssen determiniert unterliegen, sondern dass der Mensch hier eine Resonanz öffnet. Das heißt, unser Inneres öffnet sich, antwortet. Und wir werden tiefer in uns hineingeführt, als wir das selber können. Also es gibt Zustrom, der uns begleitet, vertieft. Ich zitiere, so öffnet sich Tiefe, die weder dem Zugriff von außen noch der eigenen Willensanstrengung zugänglich ist. Wenn man das hineinlässt in sich, ist auf jeden Fall so eine Art Thesaurus geöffnet. Die Seele erstarkt dann zu immer umfassenderem Sehen. Je mehr man partizipiert, desto weiter weitet sich der Raum der Seele. Und das in der wirklichen Welt, nicht in der virtuellen Welt. Also es geht jetzt nicht um Fantasie, sondern einen Anteil an Wirklichkeit. Hier eine kleine Bemerkung zum Begriff der Autonomie. Edith Stein ist Kant-Leserin und schätzt Kant völlig eindeutig. Aber an einer Stelle versucht sie, über den Begriff der Autonomie bei Kant auch deutlich hinauszugehen. Das selbstsichere Ich glaubt ja, Herr im eigenen Dasein zu sein. Aber gerade in dem Zustrom an Kraft, dessen die Seele ja bedarf, wird sich nun das Ich der eigenen Unzulänglichkeit bewusst. Autonomie ist an sich zunächst mal nur ein Freiheitspunkt, der aber gar keine Ausdehnung hat und insofern auch keine große Auswirkung hat. Sondern das, was hinzuströmt, heißt nun, dass nun Welt kommt, um genau diesen,
diesen Freiheitsraum in mir mit Inhalt zu füllen. Also diese Lehre der kantischen Freiheit ist damit ja noch nicht erfüllt, sondern Welt wird einströmen, es bedarf auch anderer Menschen, um diese meine innere Freiheit zu erreichen. Erst sie sagen mir, das ist Zitat, wer ich bin. Erst sie, also die Welt und Menschen sagen mir, wer ich bin. So kann das eigene Sein in diesem neuen Licht anderer bis dahin verborgene Abgründe enthüllen. Das ist alles noch aus dem Aufbau der menschlichen Person. Es ist eine offene Flanke der Forschung, meines Wissens nicht bearbeitet, wie weit Edith Stein die Dialogphilosophie, also Buber, Rosenzweig, Ferdinand Ebner, Österreicher, wahrgenommen hat. Buber hat sie mit Sicherheit gelesen, sie zitiert ihn zwar nicht, aber die Ich-und-Du-Problematik ist evident in der Zeit. Also wir haben genügend junge Forscher hier, das könnte man wirklich überprüfen. Das heißt, wie viel Zustrom an Lebendigkeit, also an diesem Elan Vital, kommt in der Tat nicht aus dem eigenen Ich, sondern eben immer über das Du. Also das war jetzt die Spannung außen-innen. Also von außen kommt eine elementare Nahrung des eigenen Daseins. Nicht das Ich-Sagen ist das Erste, sondern eben dieses Geprägtwerden durch anderes, als ich selbst bin. Die zweite Spannung von innen nach innen, die Freiheit des Selbstseins. Ich komme jetzt nochmal auf den Freiheitsbegriff auch von Kant und wechsle jetzt den Bezugspunkt, nämlich ich spreche von dem Aufsatz Freiheit und Gnade, ganz früher Aufsatz von 1921. Dort macht Edith Stein die Freiheit zum Schlüsselbegriff des menschlichen Daseins. Das macht sie mit Kant, das ist eine wichtige Passage. Und zwar ist Freiheit zunächst einmal die Freiheit zum Selbstbesitz. Wir reden jetzt nicht mehr von anderem, das mich beeinflusst, sondern sie spricht vom Punkt der Freiheit. Das heißt also, wir machen das mal in einer anderen Sprache, der Mensch ist frei, nicht im Sinne einer aktuellen Freiheit, sondern einer a priorischen. Ob ich tatsächlich frei handle oder ob ich in Ketten bin, das spielt noch gar keine Rolle. Aber ich bin von vornherein prinzipiell frei. Und das sei exakt dasjenige, was Kant gewonnen hat. Völlig unabhängig von einer aktualisierten Freiheit. Das heißt, in mir selber bin ich nicht von fremden äußeren Inhalten und Nötigungen bestimmt, ich bin es a priori nicht. Ich kann mich dem natürlich unterwerfen, aus vielen Gründen, aber trotzdem ist der eigenste, innerste Punkt in mir nicht in einer Abhängigkeit zu denken, denn sonst könnte ich überhaupt nie frei sein, wenn diese Möglichkeit nicht in mir gegeben wäre, immer schon. Sonst ist ja auch später irgendeine Freiheit überhaupt nicht möglich. Das heißt, Freiheit muss mir von Anfang an als Möglichkeit eingeräumt sein. Dennoch sieht Stein Kants Freiheitsbegriff und damit auch Husserls Freiheitsbegriff zu eng. Es ist ein negatives sich nicht bestimmen lassen von. Es ist also eine Freiheit, die noch gar keinen Raum greift, die überhaupt noch kein Tun hat, sondern eben a priorische Freiheit. Und für Stein ist evident, dass das auch Freiheit ist, die zunächst mal überhaupt noch nicht in Welt hineinwirkt. Im Gegenteil, eigentlich Welt abwehren muss, um überhaupt erstmal auf diesen a priorischen Bestand zu kommen. In diesem Sinne heißt Freiheit Selbstgehörigkeit, aber was ist Selbst? Wer gehört hier wem? Selbstgehörigkeit. Sie nennt es übrigens die leere Einsamkeit des Inneren. Es hat noch diesen außerordentlich schönen Satz, den man immer wieder zitieren muss. Wenn man in sich selbst eindringt, also versucht in diesen Freiheits Punkt vorzudringen, zeigt sich ungewohnte Leere und Stille, ein unbefriedigendes Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens. Man könnte das ausspinnen und sagen, dass hier auch die Versuchung einiger meditativer Formen ist, die natürlich auch nirgendwo hinführt als in unbefriedigendes Lauschen. Also was meldet sich hier? Ich kann nicht umhin, den Witz zu erzählen, einfach weil es besser verständlich ist. Karl Valentin wurde gebeten, in sich zu gehen und sagte, da war ich schon, ist aber auch nicht viel los. Wir hören aber sofort wieder ernst. Ich zitiere Edith Stein. Das freie Subjekt, die Person, ist als solches gänzlich ins Leere ausgesetzt. Es hat sich selbst. Es kann sich selbst nach allen Richtungen bewegen, a priori. Und ist doch mit eben dieser absoluten Freiheit absolut in sich fixiert und zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Das heißt, Freiheit als Grundbefindlichkeit, als existenzial, heißt überhaupt noch nichts darüber,
wie meine Freiheit dann wirklich realisiert wird. Und sich dabei aufhalten, also aus dem einzigen Freiheitspunkt in mir, heißt eben nichts tun. Man müsste sagen, diese Freiheit gravitiert einfach in sich selber. Es ist fast das Risiko des inneren Todes. Augustinus, mit dem sie sich ja dann sehr intensiv beschäftigt, vor allem in ihrem Hauptwerk, nennt das jene Anima in se curvata, also dieses auf sich selbst zurückgebogen sein. Risiko des inneren Todes, das mit sich selbst identische Ich, die Grundversuchung aller Emanzipation. Also sozusagen bei sich zu bleiben in diesem unaktualisierten Raum, ohne dass es wirklich nach außen hinausgeht und dort auch an Freiheit wieder einbüßt natürlich. Immerhin, in dieser Leere, in diesem leeren Freiheitspunkt entfaltet sich dann gerade fast zwanghaft, weil es anders gar nicht geht, lebendig entfaltet sich dann ein Ausgreifen in Wirklichkeit, das heißt, ich werde mit meiner Freiheit dann auch positiv etwas tun, damit büße ich sie zum Teil ein, aber ich kann sie auf andere Hinsicht auch erweitern, das heißt, Freiheit wird dann aktualisiert. Drittens, Spannung von innen nach oben, und jetzt wird die Innenspannung über die eigene Beschäftigung mit sich selber hinausgehoben. Die Seele bedarf nicht nur des Freiheitspunktes, das ist eben eine reine Befindlichkeit, das ist eine Existenziale, aber damit ist noch nichts getan, sondern sie bedarf nun des Gehaltes, das heißt, sie muss aus der reinen Struktur der Freiheit nun in eine Verwirklichung umgehen. Gehalt gibt es dreifach. Die Seele kann sich unter anderem mit dem Gehalt der ganzen Welt, das heißt der Phänomene, beschäftigen. Das hat man schon, der Zustrom des ungeheuren Reichtums der Wirklichkeit. Der zweite Gedanke, das in sich stehen allein genügt ja nicht. Also nochmal, das ist die Lehre, diese leere Autonomie, das ist absolut wichtig. Aber aus dieser leeren Autonomie heraus muss nun ein Wählen können, beziehungsweise aktives Wählen kommen. Das heißt, in reaktiver Annahme und Ablehnung des Ichs, sie nennt es durch freie seelische Stellungnahmen. Das heißt nun, ich autonom kann, Zitat, gewisse seelische Regungen unterdrücken, gelegentlich, systematisch, andere kann ich unterstreichen und pflegen. Das ist Selbstherrlichkeit und Selbsterziehung. Die Seele kann unter den vorhandenen Möglichkeiten ganz nach Belieben wählen. Also aus der existenziellen Freiheit wird nun Wahlfreiheit und wir werden gleich sehen, dass daraus auch Wesensfreiheit wächst. Aber dieser Schritt ist erst der dritte. Es kommt nämlich ein unerwarteter Gehalt und nun zitiere ich nochmal, im Einbruch eines neuen, mächtigen, höheren Lebens des Übernatürlichen und Göttlichen. Das ist alles in Freiheit und Gnade, ist übrigens kurz vor ihrer Taufe geschrieben, ein unerhört reifer Text. Ich habe immer noch den leisen Verdacht, dass das gar nicht von 1921 ist, aber es muss auch eine Forschung sein, es ist einfach eine so ausgearbeitete Position schon vor der Taufe, dass ich mich immer frage, wie das eigentlich zustande kommt. Ja, sie ist noch gar nicht wirklich sozialisiert, aber theoretisch ist sie also schon in einer unglaublich reifen Phase der Ausarbeitung. So, also der Einbruch eines neuen, höheren Lebens, eines Übernatürlichen, das ist nun ein Gehalt, mit dem die Seele sich noch einmal ganz anders auseinandersetzen muss. Es ist anders als Welt, es ist anders als Umgang in der eigenen existenziellen Befindlichkeit, sondern es kommt Einbruch. Und das heißt nun, dass die Seele nicht mehr nur aus dem auch animalisch-natürlichen, auch nicht nur aus dem intersubjektiven, also Zustrom von anderen Menschen, auch nicht nur mehr aus der Beschäftigung mit sich selber, sondern in Überschreitungen, also daher eben die Obenrichtung, in Überschreitungen zu etwas kommt, wofür sie zunächst mal gar keinen Namen hat. Das heißt, die Seele wird herausgelockt und geöffnet und sie wird innerlich erfüllt. Es ist nicht notwendig, dass sie schon weiß, wovon. Das sind alles sehr langsame Schritte. Sie tut sich hier, wenn sie will, das ist ein Entscheidungsmoment, einem Sachzusammenhang auf, den sie noch nicht genau kennt. Sie vermutet dahinter aber Sinn. Und zwar Sinn jenseits des Natürlichen. Wenn wir das etwas beschleunigen, im Sinn erscheint in letzter Instanz der Logos. Die Seele vernimmt ihn als Einsprechung. Und hier wirken Freiheit und Gnade unerhört zusammen. Das heißt, man muss es wollen, sonst gelingt die Einsprechung nicht. Aber die Einsprechung selber ist zugleich auch Gabe. Stein kommt hier an die Grenze der Phänomenologie.
Die ist deswegen wichtig, sie weicht ja mehrfach von Husserl ab, aber hier weicht sie definitiv ab. In der Phänomenologie haben wir die dominante Blickrichtung der Intentionalität, das heißt also den Erkenntniswillen. Wir können nicht erkennen, ohne nicht erkennen zu wollen, und das ist in gewissem Sinne auch schon a priorisch. Das hat ja Husserl auch glänzend gezeigt. Also die Intentionalität, wir richten uns auf ein Etwas im Erkennen. Stein sieht aber diese Absicht ergänzt und zuweilen sogar entgegnet. Das heißt nun, es tritt nicht mehr in den Blick etwas, was ich intentional schon vorbereitet habe. Das habe ich ja, wenn Welt kommt, wenn andere kommen, Blick auf mich ist auch intentional. Sondern hier kann es sein, dass hier etwas zuvorkommt, überrascht und sich auch etwas Unerwartetes zeigt, was nicht in meiner Intentionalität lag. In der modernen französischen Phänologie wird das die Gegenintentionalität genannt, das möchte ich aber nur erwähnen, ich lasse das mal weg. Aber Stein kommt sachlich auf denselben Zusammenhang. Das heißt, dass hier die Intentionalität eigentlich reißt. Es gibt ein Zukommen von Unerwarteten, für das also weder eine Sprache da sein kann, wenn man jetzt nicht religiös sozialisiert ist. Und das war sie nicht, war sie ja auch nicht. Zugleich aber auch etwas, was, wenn es dann religiös gedeutet wird, dennoch Züge des Unerwarteten und Unbekannten enthält. Das heißt, in diesem Sinne kommt nun ein Urakt zutage, also diese Spannung von innen und oben, nämlich eine Teilgabe und Teilnahme. Also es gibt sich etwas und die Frage ist, ob man das in der adäquaten Weise nimmt. Stein nennt dieses Stadium von Freiheit den Aufenthalt im Reich der Gnade oder sie nennt es auch den Aufenthalt im Reich der Höhe. Und der Überschritt dahin ist paradox, das heißt, man büßt etwas ein und gewinnt etwas. Man büßt die Freiheit des Wählenkönnens ein. Also wenn man sich dahin begibt, wählt man eben nicht mehr zwischen, also die Wahlfreiheit ist jetzt eine untergeordnete Form von Freiheit. Man kann wählen, in welches Konzert man geht, aber der Einbruch dieses Unbenannten lässt in dem Sinne keine Wahl zu, sondern eine Zustimmung. Und bei Stein heißt das, man geht in ein Befreitsein über. Das ist der Wechsel von der Wahlfreiheit zur Seinsfreiheit. Die Seinsfreiheit wählt gar nichts, sondern sie ist gewählt und hat gewählt. Also sie ist gewählt worden und antwortet dem. Ich zitiere aus Freiheit und Gnade. Nein, Entschuldigung, es ist noch aus Endliches und Ewiges Sein. In das Reich der Höhe erhoben zu werden, bedeutet für die Seele, ganz in sich hineingesetzt zu werden. Sie kann aber auch nicht bei sich selbst festen Fuß fassen, ohne über sich selbst erhoben zu werden. Und diese Beziehung oder sich ziehen lassen oder zulassen, gezogen zu werden, bedeutet zunächst Freiheitsverlust und anstößigen Gehorsam. Die Seele hat nicht mehr die Freiheit, die sie in der selbstherrlichen Selbstbezug hatte. Von der Freiheit wird am Ort der Freiheit kein Gebrauch gemacht. Das ist eine ausgezeichnete Formulierung in Freiheit und Gnade. Von der Freiheit wird am Ort der Freiheit, also dort, wo sie realisiert wird, kein Gebrauch mehr gemacht. Allerdings ist der Verzicht auf Freiheit selbst ein autonomer Akt. Also der Verzicht auf Freiheit ist nicht erschlichen. Es ist nicht etwas, was hinterrücks passiert, sondern das geschieht über ein willentliches Zulassen. Und Edith Stein formuliert nochmal ähnlich genial, man müsste frei sein, um befreit sein zu können. Man müsste sich in der Hand haben, um sich loslassen zu können. Das freie Subjekt muss, um mit seiner Freiheit etwas anfangen zu können, sie jedenfalls teilweise aufgeben. Bedeutet aber Zustimmung zum Freiheitsverlust. Das heißt, man kommt jetzt in eine Beziehung, in der man nicht mehr einfach herrisch ist. Anstelle also eines anonymen Seins erscheint ein namentliches Lieben und sich lieben lassen. Ich mache es etwas deutlicher. Anstelle des anonymen Seins erscheint nun etwas, nämlich der Ausdruck, es gibt nun einen Prozess lebendigen Angebots und lebendiger Annahme und Rückgabe. Sein ist jetzt ein unvollständiger Name für das, was hier sich zeigt, sondern Sein erscheint hier als Person, nämlich primär als Urbeziehung und in einer freien Freudigkeit des Sichgebens. Also das, was erscheint, gibt sich. Ich bleibe noch bei der Es-Formulierung. Und es bedeutet nun, dass die Antwort selber eben nicht mehr nur eine Es-Antwort ist oder eine
gewissem Sinne auch anonyme Zustimmung, sondern ganz umgekehrt, Person ist auf Person resonant. Und das ist der innerste Kern jetzt dessen, was sich abspielt. Das heißt, in dieser Erfahrung von etwas immer noch Unbenannten zeigt sich mehr als nur eine Es-Qualität, sondern eine Du-Qualität. Und daraufhin spricht nun Person an. Person ist auf Person resonant und nicht auf Es. Die wirkliche Freiheit sieht nun folgendermaßen aus: Sie entbindet von der Sterilität der Selbstsicherung. Also die Anima in se curvata. Sie entbindet von der Sterilität der Selbstsicherung in die Fruchtbarkeit des Sich-Verschwendens. Die wirksam vollzogene Freiheit ist Selbsthingabe. Das sind Gedanken, die man natürlich kennt, sind auch jetzt nicht neu, wahrscheinlich haben Sie sie auch erwartet. Ich möchte trotzdem sagen, es ist bezwingend, dass Steinmeier, verstehen Sie, artikuliert das nicht aus einem Gelernthaben. Also 21 hat sie so viel noch nicht gelernt. Sie hat 3 Jahre schon versucht, sich in die christliche Welt einzudenken, ist aber nicht getauft. Und wenn jemand aus einer völlig anderen Terminologie kommt und sich langsam in so etwas vorarbeitet, ist es ein anderer Akt, als wenn ich das von Kindheit an in immer neuen Metaphern gelernt habe. Also was zeigt sich jetzt hier? Was fordert an? Ich möchte das gleich zum Ende führen. Das Geheimnis des Daseins ist die Person. Und das überschlagen wir jetzt alles. Mal alles nachlesen. Aber schön ist dann, und das möchte ich jetzt in die Schlussüberlegung bringen, Stein hat bei Husserl ja phänomenologische Freilegungen gelernt, Beschreibungen, sehr neutral, ohne affektive Zusätze, auch ohne Wertungen übrigens. Sie hat das ergänzt dann durch eine gewisse ontologische Kenntnisnahme, vor allem über Thomas von Aquin. Aber das genügt alles nicht. Das ist nicht die Ebene, die Stein in ihrer letzten großen Arbeit erreicht, sondern sie bricht das anfängliche phänomenologische und dann das ontologische System insofern auf, als der Begriff Person mehr Beziehungsgehalt aufweist als der Begriff Sein oder Erscheinung. Erscheinung oder dann Sein hat nicht die Dichte, hat nicht die Intensität dessen, was der Begriff Person ausdrückt. Was drückt Person aus? Person ist sowohl Sein, natürlich, drückt aber auch aus Erkennen und vor allem Selbsterkennen, das heißt Selbstbezug. Schon die Frage, ob das Sein einen Selbstbezug artikuliert, die Antwort eigentlich nein. Klassisch ist das Sein nicht über den Selbstbezug gedacht. Aber Person hat nun Sein und Selbstbezug und vor allem aus dem Erkennen den Überschritt in das Anerkennen einer eintretenden Fülle. Das bedeutet, Person vollzieht den Überschritt über die Phänomenologie, aber auch über die Ontotheologie und über die Ich-Analyse hinaus. Husserls Ich-Analyse führt dahin nicht. Die führt zu einer Selbstbezüglichkeit und Selbstfreilegung. Aber Stein führt bis in die Anerkennung des Gegebenseins, das eigene Dasein als Gabe zu erkennen. Das habe ich jetzt übersprungen, kann ich belegen. Ich lese das jetzt aus Endliches und ewiges Sein. Wir sind genötigt, das Sein des Ich als ein Empfangenes zu bezeichnen. Ich, diese beständig wechselnde, lebendige Gegenwart. Ich ist ins Dasein gesetzt, das hat sie kursiv. Es wird von Augenblick zu Augenblick darin erhalten. In gleichem Maße ist auch die Erkenntnis meiner selbst nicht nur ein autonomer Vorgang, sondern auch eine Gabe. Das ist nämlich auch empfangen und ich zitiere weiter. Erkenntnis ist ein Gewinnen und Besitzen von Kenntnis. Bei den Geschöpfen gehört dazu aber ein Empfangen der Erkenntnis und ein Annehmen, das Sache ihrer Freiheit ist. Auch Erkenntnis ist nicht ein neutraler Vorgang in diesem Sinne. Wenn es um letzte Erkenntnis geht, gibt es dazu ein Ja oder Nein. Also gibt dazu willentliche Positionierungen. Ich schließe mit diesem Gedanken des Ich. Was ist das Ich? Ich bin zu sagen, heißt nun einiges, was wir zusammenfassen können. Ich bin heißt zunächst mal, ich bin als Person konstituiert. Warum? Denn meine Person antwortet diesem personalen Anruf nun auch dem des Ich Bin Gottes.
Steiner hat eine große Auslegung der Stelle von des Exodus, dieser also ich bin Aussage als Gottesname. Nicht nur ich bin, sondern mein Ich bin ist antwortend, ist reziprok auf das Ich bin Gottes. Wäre das, was sich sinnerfüllt zeigt, nur ein Es, könnte es nicht Ich bin sagen? Wichtiger Gedanke, dann hätte es einen gewalttätigen und entmachtenden Charakter. Dann würde ich dem Es auch nur auf der Es-Ebene antworten. Ja? Also ich wäre dann sachlich herausgefordert und würde auch sachhaft eine Antwort geben. Es hätte einen gewalttätigen und entmachtenden Charakter. Kommt es aber als Du, beziehungsweise als Ich bin, eröffnet es die Möglichkeit freischwingender Antwort der Liebe. Auf Es antworte ich nicht mit Liebe, aber auf Du antworte ich mit Liebe. Das ist tiefer resonant, als wenn das Seiende auf das Sein antwortet. Das tut es auch. Aber das ist noch ein abstrakter Vorgang. Offenbar wird aber die Intensität des eigenen Ich-Bin-Erlebnisses weit wirkungsvoller, wenn es angesprochen wird durch eine von anders her zu beziehende Fülle. Das ist ein Zitat von Edith Stein. Jemand springt mich an als Fülle und ich antworte in Fülle. Man könnte mit Spähmann hier auch kommentieren, Personen gibt es überhaupt nur im Plural. In der Personalität Gottes macht sich meine eigene Personalität fest. Deswegen meine letzten Sätze. Alles weglassen hier. Was ist die Herausforderung der Anthropologie Edith Steins? Soweit wir heute noch einmal von einer multiplen Selbstschöpfung sprechen, also der Mensch sich in der eigenen Virtualität immer neu entwirft, neu konzipiert, neu absetzt, realisiert er eigentlich nur ein Spiel mit sich selber. Es ist übrigens sehr verräterisch, dass gerade in der Gender-Theorie unglaublich viele Theatermetaphern kommen, also Inszenierungsmetaphern. Das Theater enthält aber rein phänomenal natürlich überhaupt keine Wirklichkeit, sondern ich bin immer in der Maske präsent. Stein kennt Maskendasein, sie hat den Ausdruck nicht, aber sie kennt natürlich in dem Sinne oberflächliche Daseinsformen, die nicht ich selbst bin. Sie kennt aber vor allem eben einen Anruf, der diese Maske und dieses vordergründige und auch oberflächlich bleibende Ich durchstößt, das heißt bis in seinen Kern hinunterreicht. Und dieses, was nun innen aufgetan wird durch diese Begegnung, ist nicht wertfrei. Das heißt, es ist nicht mehr im Sinne einer pur neutralen Antwort oder einer möglichen Abweisung oder möglichen Zustimmung abzuwägen, sondern es fordert ausdrücklich zur Anerkennung auf. Und das bedeutet jetzt rückwirkend auf das eigene Ich, dass mein eigenes Ich nicht einfach hin virtuell zu konstruieren, neu zu entwerfen, alles das geht schon eigentlich nicht mehr, sondern dass dem Bewusstsein die eigene Sinnhaftigkeit, die immer schon gegebene Sinnhaftigkeit, die muss ich nicht erstellen, die muss ich nicht konstruieren, die muss ich auch morgen nicht ändern. Aber die immer schon gegebene Sinnhaftigkeit geistig aufgeht und damit die Zustimmung zu meinem Dasein, zu meinem realen Dasein, im Dank, im Glück des Begreifens ausgesprochen wird. Jemand wollte, dass ich sei. Nicht der Mensch unterlegt sich selbst nachträglich seinen Wert. Er ist ihm zugesprochen. Meine Wertfülle habe ich eigentlich verdeckt. Sie wird mir aufgedeckt, in meiner Vernunft leuchtet das auf, in der Schönheit, in der Wahrheit, in der Güte dieser Welt, aber es leuchtet mir noch tiefer auf, wenn ich diesen Blick der Liebe, also dieses Einbrechende, das Gegenintentionale, das mich berührt, und mit diesem Blick beantworte. Damit bin ich in einer Personalität nun angekommen, die ich mir selbst möglicherweise nicht zugetraut hätte, die ich mir selbst aber auch gar nicht geben könnte. Ich sage nochmal, Person ist auf Person resonant. Tiefste Sinn meines Lebens ist Resonanz auf Personalität, die meine eigene aufdeckt. Ende, ich zitiere das Wort, mit dem wir die Tagung überschrieben haben. Liebe, anderes Wort für Resonanz, Liebe ist ganz Gott zugewendet, aber in der Vereinigung mit der göttlichen Liebe, jetzt kommt es resonant, umfasst der geschaffene Geist auch erkennend, selig, frei, bejahend sich selbst. Die Hingabe an Gott ist zugleich Hingabe an das eigene Gottgeliebte Selbst und die ganze Schöpfung. Vielen Dank.
herzlichen Dank, Frau Professor Gerl Falkowitz, für diesen breiten Überblick über die Anthropologie von Edith Stein, der sicherlich uns viele Anstöße zum Nachdenken auch gegeben hat. Wie auch sonst würde ich sagen, dass wir noch circa 5 bis 10 Minuten für 2, 3 Fragen haben. Bitte sehr. Ihre Ausführungen zum Elan Vital, zu diesem Zuströmen von außen und dass das auch einen Kraftstrom gibt und damit auch eine Art Erfüllung, habe mich auf den Gedanken gebracht, dass das vielleicht einer der großen Sehnsüchte ist, auch hinter den Enhanced-Technologien, Cyborgismus, weil man immer mehr Sinneserfahrungen noch hineinnehmen kann. Es beginnt ja schon mit dem Internet, was sozusagen die Unendlichkeit einem bietet. Können wir, also das ist der erste Teil der Frage, seht ihr da einen Zusammenhang? Und der zweite Teil wäre, kann man diese Sehnsucht nach der Optimierung des Menschen, können wir dem nur entgegentreten, indem wir sozusagen hinführen zu dieser Überschreitung in der Seele, also nach oben, dass das oben sozusagen erkannt wird. Und, aber wie ist denn das machbar? Also das Erste ist, dass, also wenn wir nochmal von Enhancement ausgehen, wo ist denn das Ding ja hier? Also wenn wir nochmal von diesem Gedanken ausgehen, dass der Mensch sich selber optimieren will, das ist, also man kann das verschiedentlich lesen, es kann auch eine hybride, wir haben auch hybride Anlagen, ja. Also Selbstüberschreitung als Grundversuchung, ja, es ist auch vielleicht lapsarisches Fehlverhalten, ja. Aber man kann es auch als Sehnsucht lesen, natürlich. Man müsste hinzufügen, wenn Edith Stein hier einen Weg öffnet, würde es heißen, dass man einfach die Sinnlichkeit auch sehr stark aufmacht. Ja? Und Sinnlichkeit ist nicht das Handy, also das ist es noch nie gewesen. Das heißt, sofern wir da immer Hilfsmittel oder Verstärker brauchen, schalten wir eigentlich die originäre Sinnlichkeit weg. Im Deutschen hängen Sinnlichkeit und Sinn zusammen. Im Englischen auch übrigens, Sensuality und Sense, glaube ich. Ja? Also genau dasselbe Gedanke. Das heißt, je größer die Sinnlichkeit, desto intensiver übrigens Sinnerfahrung. Ja, also wenn man natürlich taubstumm und blind durchs Leben geht, ist die Sinn auch sehr schwer abzuholen. Deswegen ist, glaube ich, der allererste Punkt, dass diesem Kraftstrom von außen auch getraut wird. Das heißt, Natur, Kultur, also das reicht im Grunde schon vielfach, um eigentlich sowas wie eine Optimierung der eigenen Kraftfülle zu haben. Ja? Zweiter Gedanke im Moment, jetzt weggerutscht, sagen Sie nochmal das Stichwort. War die ja, ob sozusagen diese Sehnsucht, Kraftstrom mehr zu bekommen durch zusätzliche Technologie, eigentlich nur abgeholfen werden kann, indem wir sozusagen die Öffnung nach oben. Achso, die Öffnung nach oben, ja, ja. Wir Gier nach oben mehr Möglichkeiten über Technik auch nicht abreißen. Also man kann alle diese Lebensspannungen, also die Außen-Innen, die Innen-Innen-Innen-Oben-Spannung, das sind jetzt Begriffe, die ich draufgesetzt habe, weil Edith Stein eben auch räumliche Bilder verwendet. Man kann diese Lebensspannungen alle natürlich anschieben. Man kann sie erzieherisch anschieben. Man kann sie im eigenen Training natürlich auch versuchen, aufrechtzuerhalten. Gerade bei der letzten Spannung nach oben ist aber eigentlich eher, kann man eben keine Technik des eigentlichen Erreichens haben, aber man kann haben eine Lehre, die in der Erwartung auf Fülle verharrt. So, das war jetzt ein großer Satz, der natürlich gar nichts heißt erstmal. Das heißt, ich mache mal einen Vorschlag, das ist doch der Sinn von Philosophie und Theologie, also dem einfach Wort zu geben, verstehen Sie? Man kann ja Menschen vor sich haben, die damit nichts verbinden, aber das allererste ist erstmal dafür, ein Logos zu finden, also einfach mal aufmerksam zu machen. Das ist wirklich der Sinn guter Rede, guter Wissenschaft, guter Theologie, guter Philosophie. Man kann anderen erzählen, was ihnen fehlt, ist doch nicht nichts. Ja? Also in dem Sinne ist es, glaube ich, einfach mal ein Öffnen vom Ohr, sagen wir mal besser, ein Öffnen des Kopfes erstmal. Bevor man das Herz öffnet, muss man den Kopf öffnen. Und das ist eine sehr weitgehende Pflicht, ein sehr weitgehender Dienst sogar. Es gibt in der eigenen Biografie, meine ich, für viele von uns Momente, wo wirklich in sehr unbeabsichtigten Nebensätzen oder auch in Vorlesungen, selbst Vorlesungen kann das ja passieren,
eine andere Erwartung geöffnet wird, eine andere Haltung plötzlich unterstellt wird, sodass man nicht mehr so in einer grundsätzlichen Beschränkung durchgeht. Das wäre mein allererster Punkt. Also einfach erwarten, dass hier mehr ist als das, was ich normalerweise alltäglich aus der Zeitung abhole. Und ein anderer Gedanke, natürlich auch in einer Lebenswelt zu leben, die das über bestimmte Übungen tut. Ich arbeite jetzt in Heiligenkreuz. Die Verbindung zwischen Hochschule und Stundengebet ist natürlich unnachahmlich gut. Ja? Deswegen kann man trotzdem schlafend im Chorgebet sitzen, das macht nichts. Man ist erst einmal, sozusagen, man ist in der Atmosphäre mit drin. Ja, einfach weil man erledigt ist, ja? Ist ja nicht böser Wille. Aber das atmosphärische Eingebundensein finde ich eine ganz gewaltige Sache. Und das fehlt in vielen Lebenswelten, wo die Universität nicht wirklich eine Übersetzung aus dem Erarbeiteten dann in eine Lebenswirklichkeit kennt, leider. Ich kann auch kurz antworten. Ich hätte eine philosophische und eine theologische Frage. Die philosophische, Sie haben diesen Einbruch der Gegenintentionalität beschrieben. Würde das bei den Texten von Wittgenstein sozusagen in der Reihe der Erfahrungen, wäre das eine spezielle kategoriale Erfahrung oder ist das eine transzendentale Erfahrung hinter und in diesen? Also ist das etwas, wo ich sozusagen jetzt dann halt eine in der Reihe meiner Erfahrungen eine plötzlich als Einbruch des Oben erfahre oder ist das quasi in der Summe und Fülle und der Reihe der Erfahrung etwas da drinnen und dahinter transzendental ist? Das wäre die erste Frage. Und die theologische Frage. Sie haben den Prozess beschrieben, dieses Antwortens oder Entsprechens dieser Erfahrung der Spannung von oben. Jetzt christlich gedacht, müsste da doch irgendwo dann, zumindest irgendwann, ein starker Bruch stattfinden, den man als Erlösung bezeichnet. Weil sonst würde es ja einfach dem, je besser der Philosoph ist, desto reibungsloser kann er dem entsprechen. Ja, schön. Und das wäre so eine Versuchung einer sich selbst gefälligen natürlichen Philosophie, Theologie. Also zur ersten Frage, das Stichwort würde transzendent heißen. Transzendental ist ja eine erkenntnistheoretische Vokabel. Was Sie meinen, ist eine transzendierende Erfahrung. Diese Transzendenz kann in allen Lebensbereichen mitlaufen. Die kann auch in Erfahrungen der Natur mitlaufen. Kultur sowieso, also Musik hat auch solche transzendierenden Möglichkeiten. Das würde ich jetzt bei Edith Stein jetzt nicht ausdrücklich systematisiert finden, aber in dem Aufsatz Freiheit und Gnade kommt es tatsächlich gegenintentional. Das heißt, als etwas, was überhaupt nicht erwartet war, was auch nicht notwendig aus der Natur kommt, ja? Sondern wirklich als Einbruch. Und der zweite Gedanke, Stichwort Erlösung. Bei ihr kommt es biografisch an einer Stelle, an der sie vollständig nicht mehr kann. Also es ist nicht im Vollgefühl ihrer Kraft, die jetzt auf eine andere Kraft stößt, sondern es ist im Augenblick einer völligen Entleerung. Und das ist offensichtlich auch ein gewisses Gesetz. Das sind diese geheimnisvollen Passagen, die man ja nicht genau zuordnen kann, wo sie eigentlich in einem völligen Kraftverlust steht. In ihrer Autobiografie hat sie zwei suizidale Anmerkungen, ja, also es geht sehr, sehr tief bei ihr. Also als suizidal, nicht im Sinne eines aktiven Suizids, aber eines Überfahrenwerdens und einmal wird sie aufgeweckt, nachdem sie von einem Gasausströmung bereits halb bewusstlos war, das hat sie sehr bedauert. Das heißt, sie hat eine Erfahrung gemacht, sie nennt es dann eine Kraft, die sie erfasst hat, und zwar in einem Zustand äußerster Kraftlosigkeit. Das scheint auch ein Moment zu sein, das konstitutiv ist für eine solche Erfahrung. Ich würde aber nicht sagen, dass es immer und grundsätzlich nur über einen solchen Kraftverlust gehen muss. Es gibt Einschläge, wir können Damaskus nehmen, in denen kein Verlust von Kraft vorhergeht, sondern wo sozusagen ein Griff geschieht, der mitten aus dem Leben herauskommt. Trotzdem gibt es solche Entleerungsvorgänge. Erlösung würde heißen, Edith Stein setzt da schon noch drauf. Ich würde es jetzt nicht im Sinne einer christologischen Erlösung so nur lesen, die hat sie schon auch, aber es ist grundsätzlich der Griff Gottes nach jemandem, der von ihm eigentlich nichts weiß. Das hat noch keine
Aufteilung jetzt, also der Moment, wo sie das schreibt, ist es noch nicht eigentlich die Erlösung Christi oder so, sondern es ist prinzipiell erstmal ein Gegriffenwerden. Selbstverständlich arbeitet sie sich dann rein in ins Credo und in diese ganzen Abläufe, das ist schon klar. Man muss immer bedenken, Edith Stein ist spät religiös sozialisiert, ja? Das heißt, sie lernt sich das alles erst an. Mag auch ein Grund sein, warum die Aussagen zur Jungfräulichkeit zum Teil auch sehr, sehr traditionell sind. Ja? Sie muss überhaupt das erst mal aneignen und bevor sie dann ihre eigenen Positionen hat. Aber der zweite Gedanke ist auch, dass sie wesentlich Philosophin bleibt. Man kann nicht so viel Theologie an ihr originär sozusagen abholen. Das ist alles da, das läuft mit. Aber da finden Sie nicht Dinge, die jetzt exzeptionell gut theologisch begründet sind. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig sage, ich weiß nicht, ob andere da noch mehr sagen könnten. Aber Erlösung immer, also als Grundgefühl, aber jetzt nicht im Sinne einer also jetzt mal ganz spezifischen Kreuzestheologie, die fängt erst relativ später dann an. Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo sie das erfährt, ist es ein Griff aus einer Welt, die sie zunächst mal nicht kennt, die aber als absolut helfend, als Arm, sie nimmt das schon ganz personal, ein Arm, der sie trägt, der sie hochzieht und ein ungeheures Gefühl der Dankbarkeit. Das hat sie mit Adolf Reinach gemeinsam, ihrem Lehrer, der aus dem Weltkrieg zunächst zurückkommt, später erst fällt und in dieser Zwischenphase sich taufen lässt, verwirrend für alle Schüler, 1916 sich taufen lässt und von einer ungeheuerlichen Dankbarkeit in seinen religionsphilosophischen Entwürfen spricht, wobei noch nicht oder zumindest nicht auf den allerersten Blick klar wird, wem jetzt genau gedankt wird. Aber Dankbarkeit als Grundgefühl einer Antwort. Ungeheuerliche Dankbarkeit. Zu leben. Überlebt zu haben. Ein Jahr später war er tot. Ja. War das ein Versuch einer Antwort? Nein? Ganz herzlichen Dank noch einmal. Danke auch allen anderen noch für diesen sehr reichen Nachmittag, den wir heute erleben durften, für die vielen Anstöße, die wir erhalten haben. Und jetzt gibt es noch drüben eine Agape. Diejenigen, die dann mit dem Bus fahren wollen müssen, die sollen sich dann dort einfinden, wie schon der Herr Hiller, glaube ich, heißt er, gesagt hat. Die anderen können auch etwas länger bleiben, so um 9:30 Uhr ist dann allgemeiner Aufruf. Vielen Dank.